Ich freue mich sehr, euch wieder zu einer neuen Furchtlöscher-Einheit begrüßen zu dürfen. Es ist klasse, dass du dabei bist und ich glaube, dass wirklich das Potenzial zum Widerstand gegen Furcht massiv zunimmt. Das höre ich aus den Berichten, die mir Leute schicken und es begeistert mich und es motiviert mich und ich will dir sagen, der Herr ist auch heute an diesem Tag mit dir. Mein Wort aus der Bibel kommt aus 2. Könige 6, dem 16. Vers. Dort heißt es, Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn die, die mit uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Der Befehl des Propheten lautet an seinen Diener, fürchte dich nicht. Und es klingt fast wie ein Affront. Jemanden, der gerade zitternd und schlotternd sich der feindlichen Übermacht bewusst geworden ist, zu sagen, fürchte dich nicht. Ja, was denkst du, was der sich selber schon gesagt hat? Und wie oft versuchen wir selber, unsere Seele zu beruhigen und zu sagen, hey, reg dich nicht auf, fürchte dich nicht, es wird wohl nicht so schlimm. Aber dieser Ratschlag an Gehasi, so heißt oder hieß der Diener Elisas, den hatte er sich selber wahrscheinlich auch schon oft genug gegeben. Aber seit diesem Morgen war seine Welt anders. Eine furchtbare Nachricht hatte ihn erreicht, nämlich ein unüberwindliches Problem hatte sie in Dotham, so hieß das Dorf, umzingelt. Die Feinde waren überall, es gab keine Fluchtmöglichkeit. Alle Umstände signalisierten eine einzige Wahrheit, nämlich hoffnungslos. Der Krieg hatte sie erreicht. Die drohende komplette Zerstörung seiner Heimat, seines Zuhauses stand vor der Tür. Das Ende schien nahe. Und dann kommt der Spruch, fürchte dich nicht. Na super, deine Welt ist gerade zusammengebrochen, deine Hoffnungen zerstört, deine Zukunft liegt gedanklich schon in Schutt und Asche. Und was ich entdecke ist, egal wie bedrohlich eine Situation aussieht, wir haben mindestens zwei Entscheidungen. Nämlich die erste, was will ich nicht tun? Und die zweite, was ist zu tun? Was will ich nicht tun, wenn mich Schreckensnachrichten erreichen? Das erste, ich will mir nicht rund um die Uhr alle möglichen Horrorgedanken medial reinziehen. Das zweite, ich will mich nicht mit Sorgen, Ohnmacht oder Verzweiflungsgedanken füllen. Ich will mich nicht irgendwelchen Untergangspropheten unterstellen und möglichst nicht in ihr Horn blasen. Und ich werde auch nicht den Ratgeber Gottes spielen und irgendwelche Endzeittheorien von mir geben oder übernehmen. Was ich tun will ist, ich werde Gott Gott sein lassen und mich wie Jesus verhalten, der sich entschieden hat zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Das Zweite, ich werde nicht aufhören, über Gottes Güte und Treue zu singen, zu rühmen, mich damit zu füllen. Ich werde nicht aufhören, Gott anzubeten und seine Allmacht zu preisen. Ich werde weiter seine Verheißung glauben und sein Wort über meine Situation proklamieren. Und ich werde mich weiterhin unter den Sieg Jesu stellen und den Schutz seines Blutes über meinem Leben, meinem Haus, meiner Familie, meiner Gemeinde und wo immer ich Einfluss habe, das werde ich ausrufen. Und ich werde beten, dass der Heilige Geist meine geistlichen Augen öffnet, sodass ich das Unsichtbare, das Himmlische, das Übernatürliche, die Möglichkeiten Gottes sehe, anstatt nur begrenzt mich von meinen Umständen vereinnahmen zu lassen. Und Freunde und liebe Geschwister im Glauben, hier liegt das Geheimnis, nämlich Elisa wusste, was Gott tun kann. Er sah, er hatte geistlich geöffnete Augen. Er war sich sicher, diese Belagerung war nicht gerade das, was ihn begeisterte, aber er sah schon Gottes Lösung, er sah schon Gottes Sieg, er sah schon Gottes Armee, er sah die Hilfe des Himmels schon. Und
Ihr lieben Freunde, dazu ist unser Glaube da. Unser Glaube ist wie so eine Lesebrille, mit der wir das Kleingedruckte des Himmels lesen können. Nämlich, dass der Glaube uns hilft, die Möglichkeiten Gottes in der jeweiligen Situation zu sehen. Und Elisa hatte das gelernt. Wir gehen zwei Kapitel nach vorne. In 2. Könige 4, da sollte er einer Frau aus ihrer großen finanziellen Not helfen. Und seine erste Frage war: Was hast du? Und ihre natürliche Antwort war: Nichts. Sie hatte tatsächlich relativ wenig, nämlich nur einen Krug Öl. Aber ihr lieben Freunde, seht ihr diesen Punkt hier? Unser natürlicher Mensch sieht immer nichts, sieht immer nur unmöglich, sieht immer nur Mangel, sieht immer nur Angst. Aber tatsächlich ist der Glaube in der Lage, geistlich geöffnete Augen zu haben und zu sehen, dass Gott aus diesem wenig viel machen kann. Und er sagt zu ihr: Nimm deinen Ölkrug, such dir so viele leere Gefäße, wie du finden kannst, und dann fang an zu schütten und schau, wie Gott dein Minus zum Plus macht, dein Unmöglich in Möglich verwandelt, dein scheinbar Nichts in Überfülle. Und genau das passiert. Und ihr lieben Freunde, so unsinnig wie der Ratschlag scheinbar lautete, wenn deinem Wenigen in ganz viel reingießen, das heißt, dann bleibt gar nichts. Nein, bei Gott ist dein Wenig Überfluss, ist einer schon eine Übermacht. Gott rechnet völlig anders. Und der Glaube, der Gottes Möglichkeiten sieht, ändert manchmal die Umstände und manchmal uns selber. Was Gott in guten Zeiten für dich tut, das gilt auch in schlechten Zeiten. Was Gott dir in Hochzeiten verspricht, gilt auch in Talphasen. Ich liebe diesen Satz von Dostojewski, der gesagt hat: Ohne Gott zu leben, ist nur eine Qual. Das stimmt, weil dann sind wir nur auf uns selbst geworfen. Viele Menschen warten den ganzen Tag auf den Abend, die ganze Woche auf den Freitag, das ganze Jahr auf den Urlaub, in ihrem ganzen Leben auf bessere Zeiten. Und sie vergessen dabei, dass Gott ihnen das volle, überfließende Leben in jedem Augenblick zuteil werden lassen will. Ich bitte dich heute, bete und sag: Heiliger Geist, öffne meine Augen, dass ich Gottes Wunder, Gottes Lösung, Gottes Lebensfülle ganz neu sehe. Ich wünsche dir das. Fürchte dich nicht. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.